Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Das wäre jetzt hier Teil 4 aus meiner Videoreihe, wie erstelle ich eine Zechenmap. Ich öffne dazu wieder den Map Composer, gebe meinen Arbeitsspeicher ein und schon ist der Map Composer gestartet. So, in Teil 4 geht es darum, wie ich mit den Ersetzungen es hinbekomme, dass alle Zechen, die noch einen sichtbaren Förderturm haben, dass ich die auf der Karte anders darstelle, als wie die Zechenpunkte oder die Schächte, wo im Endeffekt vielleicht nur noch eine Protogehaube zu sehen ist, ein Gullischacht, eine Rohrstange oder vielleicht sogar gar nichts. Und die möchte ich quasi hervorheben. So, ich habe mir jetzt schon mal die Mühe gemacht, alle Zechen, die noch einen Förderturm besitzen, die habe ich jetzt hier eingegeben. In der Setzungsregel, das sind ungefähr, meine ich, 80 Stück. Genau gezählt habe ich es jetzt nicht. Jetzt benötige ich dafür eine extra Ersetzungsregel. Aber bevor ich mit der Ersetzung anfange, muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie soll das Symbol denn anders aussehen? Ich kann die Karte ja nochmal ganz kurz aufrufen, wie sie jetzt zurzeit aussieht. Das wäre jetzt der aktuelle Stand. Mal ganz kurz. Zechenkarte V3. Das wäre jetzt hier der aktuelle Stand. Ich zoome mal eben dorthin, damit man alles sieht. Bis jetzt ist es ja so, ganz kurz, Halden haben wir unterschieden, Stollen haben wir unterschieden und Zechen haben alle das gelbe Symbol. So, ich möchte aber, dass nur die Zechen, beziehungsweise ich möchte, dass alle Zechen, die noch einen Förderturm haben, dass die anders gestellt werden, als wie Zechenpunkte, die keinen haben. So, dazu brauche ich natürlich auch erstmal ein anderes Symbol. Da habe ich schon mal etwas vorbereitet und ich gehe in die Objekte hinein und pflege das Symbol erstmal ein. Also Stand der Dinge ist, aktuell hat Bergwerk das gelbe Symbol und ich suche mir jetzt hier wieder ein freies Symbol aus. Sagen wir mal ruhig das hier, roter Punkt, den benötige ich nicht mehr. Ich nenne das Ganze mal Bergwerk mit für der Turm. So, das soll jetzt der Unterschied sein. Das ist für mich ganz wichtig. Den Unterschied möchte ich auf der Karte erkennen. Ich brauche natürlich ein anderes Symbol. Ich habe da etwas vorbereitet, welches zu Demonstrationszwecken eigentlich erstmal ausreichen sollte. So, Bergwerk, Zeche 1, 2, 3. Ich glaube, das heißt Bergwerk Zeche. Ja, das nehme ich mal. Also der Unterschied ist jetzt nicht groß. Einmal ein gelbes Symbol und einmal ein weißes Symbol. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, lass mir noch was anderes einfallen. Aber dieses Symbol habe ich jetzt gerade. Und es geht auch nur darum, Map Composer jetzt beizubringen, unterscheidet zwischen Zeche mit Förderturm und mit Zeche ohne Förderturm. Gut, das Symbol haben wir schon mal erstellt. Jetzt muss ich natürlich wissen, wie sind generell Zechen getaggt? Wie ist der Datensatz bei OSM? Ich mache mich da nochmal schlau. Öffne den Browser meiner Wahl. Öffne die Wanderreitkarte und nimm mir mal eine Zeche. Ruhrgebiet, wo bist du? Gehen wir unsere wunderschöne Härten hinein. Nehmen wir mal jetzt hier die Zeche Schlegel und Eisen zum Beispiel. Hier wären zum Beispiel zwei Fördertürme. Genau. Kartenwerkzeuge, Karte bearbeiten. Hier sieht man schon auf dem Luftbild, hier wäre ein Förderturm zu erkennen. Und der andere, der wäre hier. Das wäre der zweite Förderturm. Deswegen haben wir auch hier zwei Schächte. Ich scrolle mal ein bisschen weiter rein. Und weiß, im Endeffekt unterscheiden die sich jetzt laut OSM-Datenbank nicht von Zechenpunkte ohne Förderturm. Also jedes Mal hat man Man-Made gleich Bienenschaft, Name gleich. Das ist eigentlich bei allen Schächten so, ob mit Förderturm oder ohne. Gut, also bleibt nichts anderes übrig, als einfach über den Namen zu gehen. Ich fange mal mit der ersten Zeche an. Ich fange mal mit der Zeche in Bochum, Hannover, Schacht 1 an. Ich sage Ihnen, wenn Man-Made gleich Mine schafft und Name gleich
Zeche Hannover Schacht 1. Dann Tag austauschen. Manmade. Natürlich mit Unterstrich. Genau, das habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Ich habe noch keine Renderregel erstellt. Deswegen gehen wir dort hinein. Gehen wir mal nach ganz unten. Ich brauche jetzt eine neue Renderregel. Und zwar, ich nehme hier einen freien Tag und sage ihm, jetzt habe ich eigentlich freie Wahl. Jetzt kann ich da eigentlich auch Mickey Mouse reinschreiben, weil ich kreiere jetzt eine Renderregel, die es zwar laut OSM-Datenbank nicht gibt, aber die intern ja, für den Map Composer verwendet werden soll. Ich bleibe bei Manmade, damit das einheitlich ist, und sage ihm Förderturm. Jetzt weiß ich nicht, ob der ein Ö akzeptiert. Deswegen schreibe ich mir einfach mal nur vor der Turm. Oder einfach nur Turm. Oder F-Turm. Ich nenne es einfach F-Turm. F-Turm für Förderturm. So, als Symbol brauche ich jetzt, das habe ich ja vorher angelegt, bei den Objekten. Wie habe ich das genannt? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das genannt habe. In Objekten ist auch nicht schlimm. Ich gehe nochmal zurück in die Objekte hinein. Schaue nochmal nach. Wie habe ich es genannt? Bergwerk mit Förderturm. Okay, das muss ich jetzt suchen. Renderregel. Wo war ich? Hier F-Turm. Bergwerk mit Förderturm. So habe ich das genannt. Speichern. Schwupps, habe ich das richtige Symbol. Muss das natürlich aktivieren. Ich will das auch in der gleichen Zoom-Stufe haben. Hier habe ich 18. Hier habe ich 20 gewählt. Ich mache das mal ein höher, damit die vorher sichtbar sind. Und sage ihm auch, ist die gleiche Gruppe oder gleiche Layer wie das andere auch. Topo named Symbol. Speichern. Aktiv ist es. Zoom Level passt. So, also brauche ich manmade gleich F-Turm. So, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann Tag austauschen, manmade gleich F-Turm. Ups, warum habe ich das nicht gemacht? Machen wir das nochmal. Manmade F-Turm. Da der Name dann gelöscht wird, muss ich den Namen nochmal eingeben. Tag mit Text erweitern und sage ihm Name gleich, wie heißt das gute Ding? Nennen wir das ruhig so, Zeche Hannover Schacht 1. Speichern. Jetzt ein Haken an der Sache. Ich muss natürlich genau darauf achten, dass der Name der Zeche im OSM-Datensatz genauso auch hinterlegt ist. Das müsst ihr jetzt einmal abchecken. Ich gebe einfach mal die Zeche ein. Und dann sagt er mir schon, kein Treffer. Gut. Ich gebe mal einen Zeche Hannover. Das könnte hier sein. Müssen wir einmal kurz gucken. Ja, Zeche Hannover, Schacht 1. Und hier sehen wir schon, hier haben wir einen abweichenden Name. Hier steht Hannover Schacht 1, also ohne Zeche. Lässt sich natürlich darüber streiten, muss da vor Zeche stehen, ja, na, ja oder nein. Genau, so ist der bei OSM hinterlegt und den Namen muss man genauso nehmen, wie er hier hinterlegt ist. Und Manmade gleich Mine schafft, passt auch. Manmade gleich Mine schafft und dann gebe ich hier ein und sage ihm Hannover Schacht 1. Das muss er finden aus dem OSM-Datensatz. Dann tausche es aus gegen Manmade F-Turm, damit ich das Symbol habe und vergebe einen neuen Namen. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch natürlich rein theoretisch auch jetzt hier Mickey Mouse reinschreiben und dann wird auf der Karte Mickey Mouse stehen, macht natürlich keinen Sinn. Ich lasse das mal hier mit Zeche. Einfach nur mal, um das auch darzustellen, was das Ganze bewirkt. Und ob es überhaupt etwas bewirkt, genau, machen wir erstmal einen Test. Dazu gehe ich wieder in die Regionsübersicht. Vielleicht reicht ja der kleine Bereich. Zeche Hannover ist in Bochum. Ja, das müsste da drin sein. Das heißt, ich kann einen kleinen Teil rendern. Ich aktiviere hier den kleinen Bereich. ZZ Stollen müsste der kleine Bereich sein. Ich schaue nochmal nach. Ups, verdrückt. ZZ, genau, das wäre jetzt hier der kleine Bereich.
warum ich das ZZ-Steuern genannt habe. Wäre jetzt für unseren Lauf wäre das nicht ganz passend. Ich gebe mal ein Kleingebiet Zechentürme. Muss ja keiner stehen, was es will. Das ist nur für einen selbst zur Orientierung, sage ich mal, interessant. Und jetzt haben wir hier auch Kleingebiet Zechentürme. Einfach nur, damit wir das jetzt besser zuordnen können. Ja, ich starte erstmal den Lauf und teste erstmal, ob das überhaupt so funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Es wird eine neue Planet-File runtergeladen. Oh, ja, da hier muss nicht zwingend immer stehen. Das mache ich jetzt auch mal wieder aus. Aber jetzt, da ich so viel verändert habe im OSM-Datensatz, ist eine aktuelle Planet-File gar nicht mal so verkehrt. Gut, ich starte den Lauf und melde mich gleich wieder, wenn er soweit ist. Ja, ich sehe gerade, jetzt lädt er hier schon wieder die Höhendaten runter. Das wollen wir auch mal eben wieder ändern. Das mache ich natürlich auf aus, weil ich die jetzt hier für diese Karte nicht benötige. So, jetzt sollte er fertig werden. Ja, 4 Minuten, okay. Ja, wegen dem Download hat es ein bisschen länger gedauert. Macht aber nichts. Ich teste erstmal, ob überhaupt meine Ersetzungsregel funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Weil das mache ich jetzt so auch zum ersten Mal. Ich nenne das einfach mal weiße Türme. In dem Fall ist es nur ein weißer Turm. Also einen weißen Turm müsst ihr jetzt gleich sehen. Nein, kopieren. QMAP Check ist offen. Ich muss auf neu laden machen. Erneut laden. Ja, hier haben wir die weißen Türme. Ich mache die andere Karte mal weg. Und ich habe so die Befürchtung, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wo haben wir denn die Zeche? Wo ist Bochum? Bochum ist hier. Das erkennt man so schön an einem Kringel. Seht ihr hier eine weiße Zeche? Zeche Hannover. Gut, das hat so schon mal nicht funktioniert. Dann müssen wir Sachen natürlich mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich schaue noch mal eben nach. Hannover Schacht 1. Warum hat das nicht funktioniert? Das ist jetzt die gute Frage. So, irgendwo habe ich noch einen Fehler gemacht. Ich muss mal eben gucken. Das ist soweit richtig. Ich glaube, hier ist der Fehler. Mine Schacht. Text kürzen. Genau. Den muss ich, glaube ich, löschen. Man-Mac gleich Mine Schacht. Und ich habe Ihnen gesagt, Text kürzen. Ich mache das einfach mal weg, diesen Eintrag hier. Weil der Eintrag vorher stattfindet, kann auch sein, dass der andere Eintrag jetzt übersprungen wird. Weil Map Composer arbeitet diese Ersetzung nach der Reihe ab. Und genau, das Bergwerk zusammenfügen, zusammenfassen, das mache ich mal weg. Ich mache einen neuen Start und hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Mal ganz kurz zur Erklärung, warum ich den nicht brauche. Manmade gleich Mine Schacht, das ist ein Originaltag, den es bei OSM ja auch so gibt. Und der wird jetzt ausgetauscht gegen einen Tag, den es bei OSM nicht gibt, sondern nur im Map Composer. Und den brauche ich eigentlich gar nicht. Den kann ich hier jetzt rein theoretisch auch löschen, weil die sind eh gleich. Das ist der gleiche Inhalt. Deswegen mache ich den weg. Es macht höchstens mehr Sinn, wenn ich ihm sage, Manmade gleich Mine. Oh, da stört es ein bisschen. Und ihn dann sage, mach aus Manmade Mine gleich Mine Schacht. Weil, warum? Es gibt zwar einen Tag, den es nicht geben sollte, oder offiziell nicht gibt, aber vereinzelt sind einige Zechenpunkte mit Manmade gleich Mine getaggt. Falsch natürlich. Falls er diesen falschen Tag findet, sollen ersetzen durch den richtigen. Mit dem Namen kürzen, das mache ich auch erstmal weg. Weil ich nicht so genau weiß, ob der Name wirklich gekürzt werden soll oder nicht. Das Ganze als Punkt. Als Weg wäre unwahrscheinlich. Aber das wird erst beim nächsten Lauf aktiv. Insofern ja, ist es einfach nur eine Fehlerkorrektur aus den OSM-Datensätzen gedacht. Dieser zusätzliche Tageintrag.
So, da wäre ja auch schon fertig. Ich schaue nochmal nach. Den lösche ich mal eben. Die weißen Türme. Wo muss ich hin? Map Composer, Garmin. Und hier haben wir den neuen. Ich füge den wieder in meinem Pfad ein. Ach, ich bin das jetzt auch mal nicht um. Ich bin jetzt mal faul. Sag ihm wieder neu laden. G-Submap, das wäre die neue. Und schwupps, voila, es hat funktioniert. Jetzt ist der Name auch richtig da. Vorher wurde es ja gekürzt, der Name, auf 12 Zeichen. Und wir sehen auch, bei den OSM-Datensatz ist Zeche Hannover Schacht 1 hinterlegt. Kann ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Hier, Hannover Schacht 1, also ohne Zeche. Und ich sag ihm, pass auf, ab jetzt heißt du Zeche Hannover Schacht 1 mit einem weißen Symbol. Und das müsste ich natürlich jetzt für jeden Schacht machen, den ich hervorheben möchte. Ich scroll nochmal eben ganz da. Da ich gesagt habe, Zoom Level 18, das gefällt mir auch. Dann werden alle Zechen mit Fördertürme ja in Zoom Level 18 dargestellt und alle anderen werden dann in späteren Zoom-Leveln dargestellt mit einem gelben Symbol. So ist zumindest die Planung. Das heißt für mich Fleißarbeit ohne Ende. Wie gehe ich da jetzt vor? Die Überschriften habe ich hier überall schon eingegeben. Das sind hier alle Halden. Hier sind alle Zechen. Zeche Hannover Schacht 1. Hier habe ich das alles eingegeben. Und bei allen anderen sind die Felder noch leer. Muss ich im Endeffekt genau das Gleiche tun. Das heißt, ich würde als nächstes mir jetzt die Zeche Karolinglück Schacht 3 vornehmen, die ganzen Bedingungen und Aktionen jetzt hier dementsprechend hier drüber eingeben, auf den richtigen Namen achten, dass er den Datensatz auch findet, ja, und kann dann loslegen mit dem Rendern. Das war's eigentlich. Viel mehr muss man da eigentlich auch nicht machen. Nur vor allen Dingen, das Wichtigste ist, man muss es tun. Das dauert ein bisschen. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich damit fertig bin. Alternativ könnt ihr natürlich auch die fertige Version, das wäre dann die Version 4, auf meiner Homepage herunterladen, www.mtbturmo.de unter Spezialkarten. Ganz nach unten scrollen, wären dann die aktuelle Zechenkarte, das wäre dann Zechenmap V4, die hat schon den Unterschied zwischen ja, Förderturm ja, und kein Förderturm. Das wäre die nächste Version. Wann die fertig ist, ist leider noch offen. Glück auf!